Okay, Paul, das Gangbild ist in mehrere Gangphasen unterteilt und eine der wesentlichen Phasen ist diese Gewichtsübernahmephase beim Gehen. Das bedeutet, wenn ich von einem Bein auf das andere wechsle, bekommt man den Erstkontakt über die Ferse und durch dieses nach vorne unten Bewegen des Vorfußes beugt auch das Knie mit und du hast automatisch eine Stoßdämpfung. Ja? Speziell nach Knieverletzungen ist das meistens eine sehr heikle Phase und speziell das werden wir jetzt gemeinsam üben. Ja? Probierst du genau die Kniebeugung langsam zu reduzieren. Jetzt ist die Bewegung noch relativ groß und Ziel ist es jetzt, dass das sich ein bisschen am Gleichen anfängt. Jawohl. Am Ende einer Therapieserie sind optische Auffälligkeiten eines Gangbildes oft schon sehr, sehr gering. Ein großer Vorteil von Step 1 Sensorsohlen ist der, dass sich auch diese kleinen Auffälligkeiten noch wunderbar messen lassen und in die Therapie einbauen lassen.